Artwald TV wird Ihnen präsentiert von Entermedia Heidelberg. Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Spieltagspressekonferenz vor dem 30. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga, unserer Partie in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg beim MSV. Am Samstag, Spielbeginn wird um 13 Uhr sein. Ganz herzlich begrüßen darf ich unseren Trainer Uwe Kuschinat. Und Uwe, wir fangen auch direkt an. War es gegen Dynamo Dresden der Sieg, der bis zum jetzigen Zeitpunkt die Entwicklung der Mannschaft am besten skizziert? Auf jeden Fall war es wirklich in Summe ein Spiel, das einen Trainer sehr, sehr zufrieden stellt. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit wirklich einen sehr, sehr attraktiven Fußball auf den Platz gebracht und haben Dresden vor große, große Probleme gestellt. Am Ende selbst zu verantworten gehabt, dass wir nicht in Führung gelegen haben. Aber ich glaube, rein inhaltlich war das ein ganz, ganz tolles Spiel der Mannschaft. Das hat auch in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen, aber wir sind natürlich dann durch einen kapitalen Fehler von Tim 0-1 in Rückstand geraten, so etwas aus dem Nichts heraus. Dann haben wir mit Sicherheit 10 Minuten gebraucht, aber ich glaube, das ist dann auch nicht unnormal in einer solchen Situation, um uns so ein Stück weit zu berappeln und dann natürlich hervorragend reagiert. Und in der Rückbetrachtung, glaube ich, war das ein absolut verdienter Sieg. Es ist immer schön, dann auch vom Gast zu hören, dass er das so in der Komplexität auch anerkennt. Und es ist mit Sicherheit die Fortsetzung vieler erfolgreicher Spiele zuletzt, aber mit Sicherheit so der dominanteste Sieg gewesen. Insofern würde ich sagen, mit allem, was dazugehört, zeigt es, dass die Mannschaft mit Rückschlägen umgehen kann, sowohl im Ergebnis als auch personell. Es zeigt, dass wir derzeit in der Lage sind, auch eine gewisse Überlegenheit auf den Platz zu bringen, zumindest hier im Hartwald. Und das sind mit Sicherheit alles Faktoren, die in dieser jetzigen Phase, die ich mal so als Crunch-Time-Phase des Abstiegskampfes bezeichnen würde, mit Sicherheit sehr, sehr wichtig sind. Deswegen glaube ich, wir spielen wirklich jetzt Abstiegskampf absolut aus der Position einer Stärke. Einziger Wermutstropfen ist logischerweise die personelle Konstellation, ganz klar. Du hast es gerade angesprochen, die personelle Konstellation. Da mussten wir natürlich in der letzten Zeit einige Rückschläge hinnehmen. Wie sieht es im Moment aus? Und ja, als letztes Beispiel mit Sören Diekmann, gibt es weitere angeschlagene Spieler oder können wir im Moment sagen, nee, zum Glück nicht? Probleme in dieser Trainingswoche hatten neben den Spielern, die wir in Bezug auf ihre Verletzungen ja veröffentlicht haben, definitiv Philipp Förster und Lead Paccarada. In beiden Fällen konnten wir aber abklären, dass es zwar schmerzhafte Geschichten sind, aber keine, die einen Einsatz am Wochenende nicht möglich machen. Die beiden können auch beide trainieren. Insofern sind das Dinge, die ja irgendwo so zum Spiel- und Trainingsalltag dazugehören, aber jetzt nicht irgendwo in Verbindung mit einer Hiobsbotschaft. Aber ganz klar sind die Schwere der Verletzungen zuletzt von Kulowitz, Karl und jetzt am Montag im Training Sören Diekmann, die Diagnosen, die sind natürlich schon sehr, sehr traurig und ja, vermindern einfach unsere Optionen und verkleinern den Kader. Umso wichtiger, dass gerade so eine Konstellation wie die mit Ned Stackfuß natürlich dann eine neue Alternative ist, die nicht nur über gute Trainingsarbeit dann funktioniert, sondern auch sofort die Bestätigung im Spiel gebracht hat. Und das hilft meiner Mannschaft natürlich. Thorsten Lieberknecht, der Trainer vom MSV Duisburg, hat zum kommenden Spiel endiges Endspiel gesagt, um nochmal quasi einen oben drauf zu setzen, hat auch deutlich gesagt, dass der MSV Duisburg gegen uns gewinnen muss. Inwiefern findet das ja so ein Wiederschlag in der Vorbereitung auf dieses Spiel? Wir müssen und wollen auch gewinnen, ganz klar. Ich wehre mich dagegen, in der jetzigen Konstellation zu sagen, so die größten Schritte sind schon geschafft. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich habe von Anfang an gesagt, und davon gehe ich keinen Zentimeter weg, weder in der Arbeit mit der Mannschaft noch in meiner Rhetorik gegenüber der Öffentlichkeit, dass es bis zum letzten Spieltag gehen wird. Darauf stelle ich mich ein.
Darauf muss sich die Mannschaft einstellen, denn es ist ganz normal, dass nach einem Höhenflug eben auch mal Rückschläge erfolgen können. Dafür ist die zweite Liga viel zu eng und dafür kannst du eben nie eine Garantie übernehmen, dass das A, immer die Leistung zu 100% stimmt und zum Zweiten, dass ein Spiel auch immer so verläuft, wie du es gerade benötigst. Ich erinnere mal so an die späten Siege in Ingolstadt oder das knappe Ergebnis gegen Magdeburg, die direkte Antwort gegen Dresden. Das sind eben auch alles Faktoren, die einfach zusammenpassen müssen. Und da ist die Leistungsqualität der zweiten Liga sehr, sehr eng beieinander. Da haben andere Mannschaften gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, kleinere Serien zu spielen, vielleicht keine so imposante, wie wir sie zuletzt gespielt haben. Trotz alledem möchte ich da in keinster Form vermitteln, dass Duisburg jetzt ein Spiel ist, bei dem wir vielleicht in einer etwas komfortableren und zurückgelehnteren Art das Ganze angehen können. Und ich glaube, dieser sehr, sehr kriegerische Ansatz von Lieberknecht und dem MSV, der sollte uns helfen zu wissen, was da im Wedau-Stadion abgehen wird. Und wenn wir darauf gut vorbereitet sind, dann können wir mit dem Selbstvertrauen, was wir zuletzt getankt haben, mit Sicherheit dort auch bestehen. Aber ich glaube, wir brauchen dieselbe Mentalität wie zuletzt, ganz speziell in den Spielen in Magdeburg und in Ingolstadt. Und deswegen bin ich natürlich brutalst froh, dass ein Faktor, glaube ich, wieder eintreten wird, dass wir den Platz zum Warmlaufen betreten werden und mit ganz, ganz viel Optimismus und mit ganz, ganz viel Unterstützung auch begrüßt werden, weil unsere Fans eben auch wieder für Sandhäuser-Verhältnisse sehr, sehr zahlreich in Duisburg vertreten sein werden. Und das ist mit Sicherheit ein psychologischer Moment, der uns aktuell sehr hilft, das ist die Unterstützung der Menschen. Ich darf anfügen, 7 Fanbusse werden nach Duisburg fahren. Von hier aus zwischen 400 und 450 Fans erwarten wir. Gerne natürlich auch mehr. Duisburg ist nicht so weit. Ungefähr 3-3,5 Stunden Fahrt an so einem Karsamstag oder einem schönen Tag. Denke ich, ein lohnenswertes Ziel. Ja, wir sind schon bei Duisburg, wir sind schon beim MSV. Du hast eben angesprochen, dass es ein von der Einstellung her sehr kriegerisches Spiel vermutlich werden wird. Wie siehst du den MSV insgesamt? Ich versuche mich in der Spielvorbereitung auf ihre besten Partien zu beziehen. Alles andere würde keinen Sinn machen. Ich glaube, dass der MSV in den letzten Spielen eine sehr hohe Systemvariation auf den Platz gebracht hat, dass man gerade gegen den 1. FC Köln, glaube ich, auch überraschen konnte mit einer komplett veränderten Grundordnung, mit einer ganz anderen Herangehensweise. Ich konnte beobachten, dass man auf St. Pauli mindestens gleichwertig, in vielen Phasen sogar überlegen war, aus einer sehr kompakten Ordnung, aus einer Viererkette heraus, mit viel Geschwindigkeit am Flügel. Einen Spieler kenne ich auch noch ganz gut, mit Kauli Oliveira Sousa, der mit Sicherheit seine großen Qualitäten einfach im Umschaltspiel hat, der da wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Stoppelkamp hat sehr viel Fahrt aufgenommen, hat gegen den FC zu Hause ein hervorragendes Spiel gemacht. Insofern sollten wir gewarnt sein. Es ist nicht ganz leicht vorzubereiten, dieses Spiel, weil nochmal die Grundordnungen sich in letzter Zeit geändert haben, man auch mal mit ganz mutigen Varianten gespielt hat. Und natürlich kommt die Ausgangssituation in der Spielvorbereitung hinzu. Und ich glaube, dort ist die beste Orientierung auf den MSV, dass das eigene Spiel der Duisburger gegen Magdeburg auch eine Situation, die sehr, sehr ähnlich zu bewerten war zu einem etwas früheren Zeitpunkt. Aber auch da war der MSV am Ende verpflichtet, ein Heimspiel durchzubringen. Und da haben sie es mit ganz, ganz viel Leidenschaft, mit viel taktischer Disziplin, mit einer unheimlichen Gefährlichkeit bei Standardsituationen geschafft, dann quasi in der Nachspielzeit das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Insofern, glaube ich, ist das die richtige Orientierung und keinesfalls so ein 0-4 in Paderborn. Das war's von uns als Einstieg. Ich gebe das Mikro gerne frei für Fragen. Wer beginnt? Max Wendel? Herr Kuschin, hat bei den Langzeitverletzten und auch jetzt bei den Spielern, die angeschlagen waren unter der Woche, war der Name Rory Gieslers noch nicht dabei. Ist er wieder komplett fit? Nein, definitiv kein Faktor für das Wochenende. Wolfgang Brück. Sie haben festgestellt, dass Rückschläge nicht auszuschließen sind. Haben Sie denn das Gefühl, was ja immer die Gefahr ist nach so einer Serie, dass so die Mannschaft
Selbstvertrauen möglicherweise in Zufriedenheit umschlägt. Sehen Sie die Gefahr? Ja, ich habe sie zum Greifen nah erlebt und natürlich auch sofort dazwischen gehauen. Denn das wäre der größte Fehler, den die Mannschaft machen kann. Zu glauben, dass die Dinge, die zuletzt funktioniert haben, irgendein Automatismus waren, der einem so zufliegt. Ich glaube, das war das Resultat sehr konzentrierter Arbeit. Auch einfach der Tatsache zu realisieren, dass wir wirklich mit dem Arsch an der Wand gestanden haben. Und darauf haben wir hervorragend reagiert. Nochmal, das ist ein wahnsinniges Gefühl der Stärke, aus so einer schwierigen Situation so eine Serie zu spielen und dann auch noch verbunden nicht nur mit glücklichen Siegen, sondern aus meiner Sicht auch inhaltlich sehr, sehr gut. Das ist eine Qualität. Und auf der anderen Seite neigt man dann immer dazu, auch die Richtung vielleicht so ein Stück weit zu verlassen. Deswegen habe ich die Mannschaft wirklich sehr, sehr stark darauf aufmerksam gemacht, dass sie für sich festhalten soll, warum es derzeit so gut läuft. Ne, im Leben, gerade im beruflichen Leben, nimmt man so positive Phasen eigentlich so ein bisschen selbstverständlich an, macht sich aber gar keine so richtigen Gedanken, warum geht es gerade so gut. Ne, so jeden Stein umdrehen, den tut man normalerweise immer in Phasen, in denen es ganz, ganz schlecht läuft. Da zweifelt man alles an und würde am liebsten alles verändern. Deswegen ist es gut, in guten Phasen zu wissen, warum es so gut gelaufen ist. Und das hat mit Sicherheit ganz, ganz viel mit Arbeitseinstellung, guter Vorbereitung zu tun, mit einem wahnsinnig hohen Teamgeist, aber auch mit einer sehr, sehr hohen Selbstdisziplin. Da haben mir ein, zwei Dinge zu Beginn der Woche nicht so gut gefallen. Aber wenn ich dann gestern gesehen habe, wie die Mannschaft trainiert hat, aufgefüllt durch 4A-Jugendliche, weil wir personell ein Stück weit derzeit zerrupft sind, haben das erste Mal 4 Jungs aus dem eigenen Nachwuchs mittrainiert. Es war eine unfassbare Intensität im Training, eine wahnsinnige Konzentration, so wie das in der Spielvorbereitung sein muss, so wie ein Trainer dann auch ein Stück weit beruhigt, so in die letzte Phase der unmittelbaren Spielvorbereitung geht. Deswegen hoffe ich, dass so diese etwas leichtere Art zu Beginn der Woche einfach Resultat der guten Spiele war, weil man so ein bisschen durchgeschnauft hat und die Mannschaft, vor allen Dingen meine Führungsspieler, aber die Intelligenz haben, zum richtigen Zeitpunkt wieder auf scharf zu stellen. Und den Beweis, den müssen wir am Samstag antreten. Welche Dinge haben Ihnen weniger gefallen am Anfang der Woche und wer sind denn die 4 Jugendspieler, die da mittrainieren durften? Das werden wir noch veröffentlichen, wer das war. In jedem Fall sollte es mal ein Signal sein, ein deutliches Signal, dass wir eine starke Einbindung des Nachwuchsbereiches auch in die Wege leiten wollen, aber wir wollen einfach intern auch nochmal besprechen, geben wir jetzt schon das Ganze namentlich raus, was kann das für Auswirkungen haben. Tatsache ist, dass es 4 Spieler sind, die unser Jugendkoordinator, der Achim Stadler, ausgesucht hat in Absprache mit mir. Er ist ja auch gleichzeitig jetzt in der Rückrunde der U19 Trainer. Es waren alles 4 U19 Spieler, die letztendlich auch für ihre starken Leistungen zuletzt belohnt werden sollten. Es musste aber natürlich auch ein bisschen positionsspezifisch passen. Deswegen hat mir das gut gefallen, was die Jungs gestern angeboten haben. Ich habe zuletzt auch einige Trainingseinheiten mir angeguckt. Ich lasse mir derzeit die Spiele der U19 auf Sticks ziehen, um sie dann auch komplett sehen zu können, um wirklich einen Eindruck auch über unsere derzeit wichtigste Jugendmannschaft für mich als ersten Mannschaftstrainer eben zu haben, weil dort ja die unmittelbare Ausbildung im Vordergrund steht, aber natürlich auch die Eingliederung in den Seniorenbereich. Und das war absolut ordentlich, was die Jungs angeboten haben. Sie haben uns vor allen Dingen sehr geholfen, einfach eine gute Intensität in den Trainingsbereich zu bringen. Was mir nicht gefallen hat zu Beginn, fand ich so ein paar Dinge ein bisschen zu nachlässig. Ne? Wenn man Spielern Freiheiten gibt in der Eigengestaltung, beispielsweise von Regenerationsmaßnahmen, dann habe ich es einfach ganz gerne, dass man am Ende sagt, wir haben das bestmöglich genutzt und nicht irgendwie nur so abgearbeitet. Aber ich glaube, die Mannschaft versteht, Führungsspieler verstehen und nochmal, wenn dann so eine Antwort kommt wie gestern, dann ist das auch absolut in Ordnung. Nur der SV Sandhausen ist natürlich nicht von so dauerhaften Erfolgserlebnissen geprägt, dass man sagen kann, naja, das hat immer funktioniert. Montags, dienstags war das Ganze noch ein bisschen locker, aber ab Mittwochs, Donnerstags hat die Mannschaft automatisch wieder auf scharf gestellt, um am Wochenende zu funktionieren. Also unsere Siegesserie ist gefühlt eine relativ große, aber im Vergleich zu richtig guten Teams natürlich nur das, was wir unbedingt anbieten mussten, um uns erstmal aus dem Gröbsten zu befreien. Der Markus Karl wurde in den vergangenen Wochen immer von Ihnen als Stabilisator gelobt, ist jetzt raus für die Saison. Wie weh tut das Ihnen persönlich für die taktische Grundausrichtung und wie geht es ihm denn psychisch, weil das ist ja eine schwere Verletzung, die er da hat hinnehmen müssen. Das ist eine sehr, sehr schwere Verletzung und man hat in den ersten Gesprächen gemerkt, dass der Markus, glaube ich, mit der Hoffnung zur Untersuchung gefahren ist,
dass das ja mit Sicherheit keine Bagatellverletzung ist, aber dass die Schwere eben nicht so extrem ist, wie jetzt diagnostiziert. Insofern, klar, mussten wir ihn natürlich auch erstmal abholen. Und die Konstellation ist jetzt so, dass ein direkter OP-Eingriff noch nicht mal möglich ist, weil das Knie wirklich dermaßen geschwollen ist, dass es über physiotherapeutische Maßnahmen auch erstmal abschwellen muss, bevor man überhaupt operieren kann. Das hat natürlich dann auch zur Folge, dass der Markus sich ein Stück weit auch mit der Situation abfinden konnte. Er war gestern hier am Trainingsgelände, hat die Jungs besucht. Natürlich auch viel Glück gewünscht fürs Wochenende. Ich glaube, dass der Markus in den letzten Wochen wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, weil er der Mannschaft unheimlich viel Sicherheit gegeben hat, weil seine persönliche Leistung immer sehr konstant und stark war. Aber seine Erfahrung ist, glaube ich, wenn ich da richtig recherchiert habe, aktuell der unter den Aktiven der Spieler mit den meisten Zweitliga-Einsätzen. Und seine Erfahrung, die hat der Mannschaft unheimlich gut getan. Er hat sich nicht versteckt, sondern ist wirklich immer vorangegangen. Und deswegen ist das natürlich gerade für mich als Trainer ein schwerer Schlag, weil ich mich auf ihn einfach zu 100% verlassen konnte. Auf der anderen Seite haben wir in Ingolstadt gesehen, dass der Erik Zenger wirklich hervorragend auch in diese Rolle hineinschlüpfen kann. Er hat mit Sicherheit ein Stück weit auch andere Qualitäten, natürlich auch nicht die Erfahrung, die Markus mitbringt. Auf der anderen Seite hat das schon sehr, sehr gut gelöst. Ich finde auch seine Einwechslung, wenn man bedenkt, dass er so keine große Anlaufzeit hatte gegen Dresden, war eine positive. Und deswegen bin ich kurzfristig davon überzeugt, dass der Erik das auch sehr, sehr gut spielen kann. Nichtsdestotrotz ist der Markus Karl mit seiner Erfahrung natürlich ein schwerer Verlust im Abstiegskampf. Können wir mit der, also in der Tat von mir zumindest geschätzten Offenheit über ein anderes Thema reden? Und zwar Stand heute laufen die Verträge von allen drei Torhütern aus. Ja. Wie sind denn da Ihre Überlegungen? Also nach meiner Information soll der Niklas Long zurück nach Leverkusen und Schuhen hat wohl irgendwelche Angebote. Rick Bulle glaube ich eher nicht, dass er verlängert, nachdem er also jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre auf der Bank sitzen hat. Wie stellt sich denn für Sie die Konstellation dar? Es ist tatsächlich so, dass alle drei Torhüter einen auslaufenden Vertrag haben. Und Sie haben es genau richtig skizziert. Also bei Niklas Lomb haben wir einfach auch den Daumen gar nicht drauf und nicht das Heft des Handelns in der Hand. Ne? Und da hat Leverkusen sich jetzt zumindest medial positioniert. Über Simon Rolfes, wenn denn die Zitate tatsächlich dann auch verbrieft sind. Und man hat gesagt, man plant mit ihm als einer von drei Torhütern in der kommenden Saison in Leverkusen. Und dieses Recht hat Bayer aufgrund der vertraglichen Konstellation. Ja, und dass die hervorragenden Leistungen von Schuhen, dass die nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, ich glaube, das erklärt sich auch von selbst. Wir führen derzeit intensive Gespräche und wir haben logischerweise unsere Ideen, aber ich glaube, nachvollziehbar ist auch, dass wir diese Ideen nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen wollen, solange wie Dinge nicht tatsächlich auch in trockenen Tüchern sind. Vielleicht noch ein Satz zu Rick Bulle, der einer der wenigen Spieler ist, die hier aus dem Heidelberger Raum kommen. Ja, also nochmal, erstens, er erfüllt natürlich seine Rolle hervorragend. Ich glaube, allgemein ist es in diesem Torwart-Trio so, dass zwar der Konkurrenzkampf sehr, sehr groß ist, dass es aber ein extrem kollegiales, sehr freundschaftliches Verhältnis ist. Das hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel mit der Arbeitsweise von Daniel Ischtuner zu tun, der zwar sehr fordernd ist, auf der anderen Seite aber auch jemand ist, der, glaube ich, aufgrund seiner eigenen Karriere unterschiedlichster Konstellationen sich auch sehr, sehr gut in die Jungs hinein versetzen kann, deswegen auch sehr individuell mit ihnen arbeitet. Und deswegen bin ich als Cheftrainer natürlich sehr, sehr froh, dass das auf der Ebene läuft und am Ende wir eben auch wirklich hervorragende Qualität haben. Am Ende geht es natürlich aber auch immer darum, wie beurteilen wir Leistung, wie wollen wir uns zukünftig aufstellen. Und ich glaube, da hat Rick natürlich von den drei Torhütern am wenigsten Leistungsnachweise erbringen können in der Vergangenheit.
Und deswegen werden wir natürlich mit ihm auch das persönliche Gespräch führen. Sie haben es gerade angesprochen, er kommt aus der Region. Und ich glaube, wir sind es allen drei Torhütern schuldig, auch im permanenten Kontakt mit ihnen zu sein. Auf der anderen Seite müssen wir ja natürlich auch beide Ligen vorbereiten in der Kaderplanung und müssen natürlich auch, das ist unsere Verpflichtung, immer wieder auch den Markt prüfen und Entscheidungen treffen. Das ist so ein fortlaufender Prozess, bei dem ich immer sehr, sehr gut damit gefahren bin, dass man diesen fortlaufenden Prozess zumindest medial nicht permanent mit irgendwelchen Wasserstandsmeldungen begleitet, sondern am Ende eben Fakten verkündet. Aber den Massenschuhen würden Sie schon gerne weiter behalten. Gehe ich mal davon aus. Oder ja, sich noch ein bisschen stabilisiert in seiner Leistung. Dann. Nein, er spielt gut, er spielt wirklich gut. Und ist, glaube ich, derzeit einer der Köpfe für die jüngsten Erfolge. Er ist jemand, der sich stellt, der Spiele schon noch auf seine Seite ziehen kann. Deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihm. Aber das ist die Krux von auslaufenden Verträgen und guter Leistung. Das fällt dann leider Gottes auch vielen anderen auf. Ja. Deswegen, wir sind in guten Gesprächen, da ist ein total offener Austausch. Und ich freue mich, dass wir einen so starken Torwart haben. Und nochmal, dieser starke Torwart, der funktioniert aus meiner Sicht deswegen so gut, weil dieses Torwart-Trio super zusammenarbeitet. Wie anspruchsvoll ist denn Ihre Aufgabe, Spieler in die Schlüsselpositionen hier haben, Marcel Schuhen, Andrew Wooden, Fabian Schleusener, angesichts der speziellen Situation jetzt, dieser Unsicherheit auf der einen Seite und auch der altbekannten Sandhäuser-Problematik, wie schwer ist es denn, die zu überzeugen, die Verträge zu verlängern? Das kann ich sehr, sehr schwer abschätzen, weil aktuell natürlich im absoluten Vordergrund steht der Klassenerhalt. Und natürlich spreche ich mit den Spielern. Die Spieler sind aber alle auch professionell beraten. Und im Regelfall finden dann solche Konstellationen nicht unbedingt auf einer Trainer-Berater-Ebene statt, sondern eher auf der Trainer-Spieler-Ebene. Ich glaube, da haben wir aktuell absolut den Fokus auf den Klassenerhalt. Das spiegeln mir die Spieler. Wichtig ist für mich immer, keine Dinge zu versäumen. Das ist mal so das eine. Wenn es also irgendwo beim Spieler drückt, dann äußert er sich mir gegenüber. Ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis haben wir in der Kürze der Zeit auch wirklich aufgebaut. Und auf der anderen Seite ist erstmal mir sehr, sehr wichtig, dass gerade die wichtigen Spieler natürlich mir auch spiegeln, dass sie sich hier sehr, sehr wohl fühlen, dass sie sich derzeit gut begleitet fühlen. Und das steht aktuell derzeit absolut im Vordergrund. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Corbinian Pullmann seinen Vertrag nicht verlängern will und dazu wenig Einsatzzeiten hat. Also mit seiner Mann für die dritte Liga sei, wie ist denn da Ihre Position? Corbinian Pullmann ist aktuell Mitglied des Kaders. Ich habe die Entscheidung zuletzt getroffen, dass er auf weniger Einsatzzeiten kommt, aber das hat überhaupt nichts jetzt direkt damit zu tun, dass dieser Spieler auf dem Abstellgleis steht oder hier auf Abschiedstour ist. Dafür brauchen wir jeden Spieler und was Sie gerade angesprochen haben, sind mediale Begleitumstände, die wir ja nicht veröffentlicht haben, sondern die von Seiten Dritter kamen. Insofern spielt das für mich keine Rolle. Sie haben es eben selbst gesagt, also die Saisonplanung korreliert mit der derzeitigen unsicheren Situation, ist wahrscheinlich nicht so ganz gut, denn es ist ja jetzt die Zeit, in der die Weichen gestellt werden für die neue Runde. Wie geht es denn mit der Schwierigkeit um oder wie belastend ist das denn? Das ist nicht belastend, das ist ein großer Teil unserer Arbeit und durch die neue Situation im Verein ist es natürlich so, dass wir, Kalkabaccia und ich, alle im Verein in einem ganz, ganz engen Austausch stehen, dass wir da unseren Job machen. Und der Job besteht natürlich darin, nicht nur den eigenen Kader permanent zu bewerten und Gespräche zu führen, sondern den Markt insgesamt zu beurteilen. Und glauben Sie mir, da sind wir in alle Richtungen auf einem sehr, sehr guten Weg. Vor allen Dingen deswegen, und das wird, glaube ich, hier ein Stück weit unterschätzt, weil der SV Sandhausen einfach auch eine sehr, sehr gute Adresse ist. Wir spielen jetzt im 7. Jahr in der 2. Liga. Das ist vielen, vielen nicht verborgen. Es gab einige Spieler, die den Sprung in die erste Liga geschafft haben, über den Weg SV Sandhausen. Deswegen sind wir ein attraktiver Arbeitgeber und deswegen ist mir auch nicht bange davor, auch in der kommenden Saison, egal in welcher Liga, eine sehr, sehr gute Mannschaft beisammen zu haben.
Und klar, das ist der spannende Spagat zwischen aktueller sportlicher Weichenstellung, die zweite Liga zu halten, aber logischerweise auch alle Szenarien seriös vorzubereiten. Das gehört zu unserem Job. Gibt es auch Fragen Richtung Spiel Duisburg am Samstag? Wenn das nicht der Fall ist, vielen Dank. Und dann hoffen wir, dass von Ihnen auch viele dabei sind, wenn um 13 Uhr angepfiffen wird beim MSV Duisburg. Dankeschön. Danke.